Kommen wir also zur feministischen Rechtstheorie und die verfolgen wir in ihrer geschichtlichen Entwicklung, jedenfalls was die jüngere Zeit, die Moderne betrifft. Und ich fange an mit Olympe de Gouges, unten rechts im Bild abgebildet, eine französische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, die 1791, also kurz nach der Französischen Revolution, die Menschenrechte erweitert hat oder die Erklärung der Menschenrechte, die ja mit der Französischen Revolution verbunden sind, um die Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin. Und die hat sie aufgeschrieben 1791, daraus nur zwei Artikel. Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Manne an Rechten gleich. Sie erinnern sich vielleicht dunkel an Rousseau, den Satz hatten wir, glaube ich, auch schon. Der fängt den Contrat social mit dem Satz an, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Und das greift hier Olympe de Gouges auf und sagt, die Frau wird frei geboren und diese Freiheit soll auch nicht durch den Mann eingeschränkt werden, indem sie nämlich ihm an Rechten gleich bleibt. Und Artikel 10, die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Tribüne zu besteigen. Da ist das, die Frage, da wird die Frage nach dem politischen und öffentlichen Wirken der Frau gestellt. Also die Frau wird durch diesen Artikel aus Küche und Herd und Kirche vielleicht noch, Kinderküche, Kirche, Sie kennen, nee, ja doch, Kinderküche, Kirche, aus diesem privaten Umfeld hinausgeholt oder das Recht wird verlangt, dass sie genauso an öffentlichen Ereignissen, an der Politik sich beteiligen darf. Und deshalb hat sie das Recht, die Rednertribüne des Parlaments zu besteigen. Ihr selbst hat das nicht besonders gut getan. Sie wurde dann im Rahmen des Terrors, der nach der Französischen Revolution ausgeübt wurde und mit dem Namen Robespierre verbunden ist, auch hingerichtet durch die Guillotine. Ja, da ist sie wohl den Männern in die Quere gekommen. Also hier eine der ersten Ansätze, modernen Ansätze jedenfalls, gleiche Rechte für Frauen zu fordern. Und heute haben wir das im Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, steht in Artikel 3 Absatz 2, nee, Absatz, ja, 2, Entschuldigung. Und es ist sozusagen der erste, der erste Schritt, nämlich die Gleichstellung an Rechten. Man kann ja unterscheiden, das hatte ich auch schon mal eingeführt, die Unterscheidung zwischen formaler rechtlicher Gleichheit und sozialer tatsächlicher Gleichheit. Hier der erste Schritt bezieht sich auf die rechtliche Gleichheit. Männer haben keine höheren weitergehenden Rechte als die Frauen. Und das hatten wir auch schon diskutiert. Das ist erst in jüngster Zeit wird das abgeschliffen. Ich hatte das Namensrecht im BGB als Beispiel genannt oder auch der Mann ist der Familienvorstand. Das Familienoberhaupt und hat auch darüber zu entscheiden, ob Frauen arbeiten dürfen oder nicht. Da war diese Gleichheit an Rechten keineswegs existent bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ein zweiter Schritt, das war der, einen zweiten Schritt gehe ich mit den englischen Suffragetten. Die Olympe de Gouges hat sozusagen die Gleichheit der Rechte gefordert und die Suffragetten machen jetzt daraus die Propagierung des Frauenwahlrechts. Also Suffrage ist das Wahlrecht und Suffering Leiden. Das wird zusammengezogen zu diesen Suffragetten. Und diese Bewegung entstand in den 1860er Jahren aus dem Protest gegen ein Gesetz, das Prostituierte zwingen sollte, sich auf Geschlechtskrankheiten untersuchen zu lassen. Ein merkwürdiger Anlass, aber solche Anlässe sind ausgesprochen
unterschiedlich, die auf einmal soziale Bewegungen hervorrufen. Und man wundert sich manchmal, dass das der Anlass war, aus dem eine soziale Bewegung entstanden ist. Ob das nun auch so direkt abzuleiten ist, ist ja die zweite Frage. Nehmen wir das mal an, dass das richtig berichtet wurde. Der Kampf um das Frauenwahlrecht ist jedenfalls der entscheidende Punkt, der die Suffragetten geprägt hat. Und die Suffragetten haben sich im Laufe ihrer Geschichte jedenfalls teilweise radikalisiert und haben dann auch gesagt, wir dürfen auch militante Aktionen bis terroristische Aktionen, heißt es, durchführen. Und das ist immer schlecht für so eine Bewegung. Dann gibt es Spaltungen und interne Diskussionen über die richtige Vorgehensweise. Und so deshalb kam sie so ein bisschen zum Erliegen 1913, 14. Und dann begann ja auch der Erste Weltkrieg. Dann spielten sozusagen andere Fragen eine Rolle. Das Frauenwahlrecht ist in Deutschland bekanntlich eingeführt worden 1919 mit der Weimarer Republik. Kommt das jetzt hier? Ja, unten der letzte Satz. In Deutschland eingeführt 1919 mit der Weimarer Reichsverfassung. WRV heißt Weimarer Reichsverfassung. Da wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. Das Männerwahlrecht gab es schon vorher, nämlich mit dem Deutschen Reich. 1871 gab es das Männerwahlrecht, aber eben noch kein Frauenwahlrecht. Man kann sagen, damit ist die Geschichte ja erledigt, stimmt aber nicht. Heute gibt es Bewegungen, die auch für Juristen interessant sind, das Wahlrecht so zu ändern, dass Frauen und Männer nicht nur gleichberechtigt kandidieren können, sondern zwingend gleichberechtigt in den Parlamenten vertreten sein müssen. Das soll dadurch erreicht werden, dass die Parteien Listen aufstellen, in denen abwechselnd Männer und Frauen kandidieren. Einige Parteien machen das freiwillig, insbesondere Grüne, SPD und Linke. Da haben die das in den Satzungen, wenn ich das richtig sehe, eine Quote, eine verbindliche Quote normiert, die dazu führt, dass abwechselnd Frauen und Männer auf Listen kandidieren und auch für Ämter kandidieren, soweit es eben um Listen geht. Und in Thüringen und Brandenburg wurde das jetzt in das Wahlgesetz hineingeschrieben, dass die Parteien mit Listen antreten sollen, in denen die Geschlechter abwechselnd kandidieren. Dass beide Landesverfassungsgerichte haben dieses Gesetz für verfassungswidrig erklärt, die Männer würden benachteiligt. Ich sage mal voraus, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Da wird noch weiter diskutiert werden. Wir waren ausgegangen von den Suffragetten in England. Nun kommen wir zu den deutschen Suffragetten gewissermaßen. Hier habe ich ein Zitat von Hedwig Dohm. Sie hat auch für das Frauenwahlrecht in Deutschland gekämpft, hat gelebt von 1831 bis 1919, könnte also gerade noch miterlebt haben, dass ihre Lebensforderung erfüllt wurde und das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Und sie hat geschrieben, in jeder größeren Stadt Englands und der Vereinigten Staaten bestehen Stimmrechtsvereine der Frauen. Nicht so in Deutschland will die deutsche Frau das immer müde Dornröschen ewig schlafen. Erwachet, wenn ihr Grimm genug habt, eure Erniedrigung zu fühlen und Verstand genug, um die Quellen eures Elends zu erkennen. Fordert das Stimmrecht, denn nur über das Stimmrecht geht der Weg zur Selbstständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur Freiheit und zum Glück der Frau. Das war Hedwig Dohm, eine Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, wie man an diesem Zitat unschwer erkennen kann. Also hier aber ist man immer noch auf der Ebene der gleichen Rechte. Eben das gleiche Wahlrecht wird gefordert. Sie wissen vielleicht, dass die Arbeiterbewegung, also die SPD, vor der Weimarer Republik auch sehr lange das gleiche Wahlrecht auf und das allgemeine Wahlrecht auf ihrem Forderungskatalog hatte, weil es eben in Teilen Deutschlands ein Dreiklassenwahlrecht gab, wo die Stimmen nicht gleichgewichtet waren. Und dann mit dem allgemeinen Wahlrecht ist natürlich auch das Wahlrecht für Frauen mitgemeint.
Deshalb kommen wir zu einer sozialdemokratischen oder kommunistischen, die hat sich da entwickelt. Frau Clara Zetkin hat gelebt von 1857 bis 1933. Die ist da oben links im Bild. Die rechts kennen Sie vielleicht, die kommt öfter mal vor, auch in Filmen, das ist Rosa Luxemburg. Wie man sieht, kannten die sich gut und waren offensichtlich relativ eng befreundet, sonst geht man so nicht Arm in Arm durch die Gegend. Ein bisschen zum Lebensweg von Clara Zetkin. 1787 ist sie in die SAP eingetreten, also Sozialistische Arbeiterpartei. Dann hat sie den Internationalen Sozialistischen Frauentag einberufen. Sie war Teil der Gründungsredaktion der SPD-Zeitschrift Die Gleichheit. Für die KPD wurde sie dann in den Reichstag gewählt, in der Weimarer Republik also, und hat dann die Leitung der Zeitschrift Die Kommunistische Fraueninternationale übernommen und war auch gleichzeitig Präsidentin der Roten Hilfe. Die Rote Hilfe gibt es heute noch. Das ist ein Verein der Rechtshilfe für Demonstranten, sagen wir mal für linke Demonstranten, organisiert, die bei Demonstrationen verhaftet wurden oder wegen sonstiger politischer Delikte angeklagt werden, vom Verfassungsschutz als linksradikal und extremistisch auf der Liste geführt. Hier, da ist Clara Zetkin eine der berühmten Vorläuferinnen. Ja, Sie kennen die Geschichte. Zunächst hat sich die Arbeiterbewegung vereinigt zur SPD unter LaSalle und ist das in der Weimarer Republik wieder auseinandergefallen, weil die SPD 1940 den Kriegskrediten zugestimmt hatte, gründete sich zunächst die USPD und dann die KPD, die dann allerdings sehr Moskau-orientiert und Moskau-hörig war. Das muss man als Hintergrund vielleicht wissen, um diesen Weg zu verstehen. Und jetzt, was hat Clara Zetkin geschrieben? Wir erkennen gar keine besondere Frauenfrage an. Wir erkennen keine besondere Arbeiterinnenfrage an. Wir erwarten unsere volle Emanzipation weder von der Zulassung der Frau zu dem, was man freie Gewerbe nennt, und von einem dem männlichen gleichen Unterricht, obgleich die Forderung dieser beiden Rechte nur natürlich und gerecht ist, noch von der Gewährung politischer Rechte. Die Länder, in denen das angeblich allgemeine freie und direkte Wahlrecht existiert, zeigen uns, wie gering der wirkliche Wert desselben ist. Das Stimmrecht ohne ökonomische Freiheit ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wechsel, der keinen Kurs hat. Wenn die soziale Emanzipation von den politischen Rechten abhinge, würde in den Ländern mit allgemeinem Stimmrecht keine soziale Frage existieren. Die Emanzipation der Frau, wie des ganzen Menschengeschlechts, wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit von Kapital sein. Nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeit in den Vollbesitz ihrer Rechte gelangen. Ich glaube, Frau Decker hat sich dazu gemeldet. Ja, es gibt eine Frage im Chat, und zwar denke ich, dass sich die auf die Lebenszeit von Clara Zetkin bezieht, denn auf ihrer Folie steht ja 1857 bis 1933 und im Chat kommt die Frage, ob das vielleicht, und darunter steht eben, dass dann 87 der Eintritt in die SAP war, ob das vielleicht 1887, also ob irgendeine Zahl da falsch sein soll. Irgendeine Zahl ist falsch, wahrscheinlich ein Zahlendreher, 1877 vielleicht. Ich gucke das nochmal nach, Entschuldigung, da habe ich mich mal wieder verhauen. Sie merken ja, das kommt durchaus vor und man findet das einfach nicht, wenn man nochmal drüber geht, und ich gehe eigentlich immer vor den Vorlesungen nochmal drüber, aber es fällt mir dann einfach nicht auf. Ja, mein Fehler, Entschuldigung. Das war schon? Ja, ne? Ja, das war die einzige Frage bisher. Danke. Ja, wir interpretieren mal dieses hier. Da sind ja zwei verschiedene Dinge drin. Nämlich das eine ist eine Polemik gegen das allgemeine Wahlrecht. Ich hatte eben gesagt, die Arbeiterbewegung hat sehr früh, also die SPD, sehr früh das allgemeine Wahlrecht aufs Programm erhoben,
Also schon angefangen mit Marx und Engels, die für das allgemeine Wahlrecht gekämpft haben und dann die SPD oder die Vorläufer der SPD. Und Klara Zetkin ist hier im Grunde schon einen Schritt weiter. Sie ist bei dem Schritt, den er heute mit dem anarchistischen Spruch deutlich wird, wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Sie sagt also, mit dem allgemeinen Stimmrecht ändert sich nichts am politischen Kurs. Es bleibt weiter die Herrschaft des Kapitals. Und diese Herrschaft des Kapitals muss durchbrochen werden, damit überhaupt eine soziale Emanzipation stattfinden kann. Also in ihrer Diktion die Ausbeutung der Arbeiter und Arbeiterinnen beendet ist. Der erste Gedanke. Das ist interessant deshalb, weil die Sozialdemokratie, angefangen mit Marx und Engels, also die Vordenker der sozialistischen Bewegung, durchaus davon ausgegangen sind, dass mit dem allgemeinen Wahlrecht relativ kurzfristig die Arbeiterparteien eine deutliche Mehrheit im Parlament haben und mit dieser deutlichen Mehrheit dann auch die Politik bestimmen können und den Kapitalismus beenden können, über den Kapitalismus hinausgehen können. Das ist immer gemeint mit der sozialen Emanzipation, die hier auch von Klara Zetkin zitiert wird. Also die Wirtschaft wird anders organisiert als durch Privatbesitz an den Produktionsmitteln. Und die Arbeiter haben einen anderen Zugriff oder die Bevölkerung hat einen anderen Zugriff auf die Frage, was wird wann, wo und wie produziert. Das ist der entscheidende Punkt. Und die haben gedacht, ja, da kriegen wir ja ganz locker die Mehrheit. Und wenn wir die locker, weil wir sind ja auch in der Bevölkerung die Mehrheit. Und wenn wir die Mehrheit haben, ändern wir eben die Politik. Wenn man das nachträglich betrachtet, war das ein ziemlicher Irrtum. Das war keineswegs oder ist ja immer noch keineswegs so. Auch wenn die Mehrheit der Menschen lohnabhängig arbeitet, wählen sie dann trotzdem nicht die Parteien, die jedenfalls deklarieren, dass sie vor allen Dingen lohnabhängige Interessen vertreten. Und das war auch nie so. Inzwischen sind ja möglicherweise die Differenzen sind eigentlich noch viel größer geworden. Ne? Die Ungleichheit in der Gesellschaft ist ja nicht kleiner geworden in den letzten 20 Jahren, sondern ist größer geworden. Und trotzdem ist diese Vermutung, dass dann für die soziale Emanzipation gestimmt wird, ist ein großer Irrtum. Erster Punkt. Da kann man jetzt lange diskutieren, woran das liegt, ob man aus ein großer Irrtum ist seitens derjenigen, die da wählen gehen, die also sozusagen falsch wählen, oder ob sie vielleicht doch richtig wählen. Ich meine eher Letzteres, weil der Reichtum was Relatives ist. Der ist relativ in einer Gesellschaft. Das kennen Sie vielleicht oder haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es gibt immer diese Armutsberichte. Und da wird von Leuten gesprochen, die arm sind oder armutsgefährdet sind. Und die Armutsgrenze wird dort angesetzt, wo Leute weniger haben als 60% des Durchschnittsverdienstes. Und wenn ich das so mache, dann bestimme ich die Armut ja relativ. Nämlich nicht, wenn ich verhungere, sondern wenn ich im gesellschaftlichen Kontext mich nicht gut bewegen kann. Und diese 60% sind natürlich mehr oder weniger willkürlich gesetzt, aber darauf hat man sich international geeinigt. So, deshalb kann ich innerhalb der Gesellschaft sagen, Arme sind eben zum Beispiel diese Leute, die weniger als 60% an Einkommen haben. Und jetzt kann ich das aber auch im internationalen Vergleich sehen. Und dann sind möglicherweise Menschen, die in der Bundesrepublik arm sind, verglichen mit denen in Ghana oder im Sudan noch deutlich reich oder sehr eigentlich reich. Und vielleicht ist es deshalb gar nicht so irrational, sondern ausgesprochen rational, Parteien zu wählen, die auch ganz offen sagen, wir müssen die Entwicklung der Unternehmen fördern, weil wenn die Unternehmen gefördert sind, dann oder die Unternehmen sich gut entwickeln und viele Profite machen, dann wächst auch der gesamte Reichtum der Gesellschaft, auch wenn er sehr ungleich verteilt ist. Und die anderen Parteien sagen eben, ja, aber die ungleiche Verteilung ist ein Problem. Und inzwischen haben wir natürlich, und auch, dass überhaupt Armut existiert, ist ein Problem, auch eine relative Armut in der Gesellschaft.
Also Sie sehen, jetzt komme ich ein bisschen vom Kurs ab. Es ging um die Frage, kann man die soziale Emanzipation über das Wahlrecht erreichen? Clara Zetkin erkennt sehr früh oder stellt sehr früh fest, die Rechnung, die wir bisher da hatten, ist nicht aufgegangen. Das funktioniert nicht. Und der zweite Punkt, der hier vorkommt, ist der, dass sie sagt, die Emanzipation der Frau ist keine Frauenangelegenheit, sondern ist eine Emanzipation der ganzen Menschheit. Das wurde mal dann in der sozialistischen Diskussion zusammengefasst als Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, und der Widerspruch zwischen Mann und Frau ist nur ein Nebenwiderspruch. Da ist die Frauenbewegung in den 70er Jahren die Wende hochgegangen, zu Recht die Wende hochgegangen. Clara Zetkin vertritt das an dieser Stelle. Sie sagt, im Grunde ist die Emanzipation abhängig davon, von der Emanzipation der Arbeit und von der Aufhebung des Kapitalismus. Wie ich sagen würde, ein ziemlicher Fehler, auch wenn der Kapitalismus oder in nicht-kapitalistischen Gesellschaften, nicht postkapitalistischen Gesellschaften, ist die Emanzipation der Frau keineswegs automatisch. Und umgekehrt, in kapitalistischen Gesellschaften kann die Emanzipation offensichtlich sehr weit voranschreiten, ohne dass die soziale Frage gelöst wird oder dass die soziale Frage auch nur besser wird. Wie gesagt, in den letzten 30 Jahren ist sie eher deutlich schlechter geworden. Die Ungleichheit in der Gesellschaft ist gewachsen. Was sehen wir hier aber, wenn wir über die Frauenrechte diskutieren? Die Frauenrechte werden hier zu einer Frage der Arbeiterrechte, oder die Frauenbewegung spaltet sich in eine bürgerliche Frauenbewegung, zu der denen die vorher Zitierten gehören, und eine proletarische Frauenbewegung, zu der dann zum Beispiel Clara Zetkin gehört oder von der sie eine Vordenkerin war, die sich mit der Arbeiterbewegung verbinden und sagen, die Frauenfrage ist eine Klassenfrage auch und keine Geschlechterfrage. Eine andere Entwicklung, die inzwischen wieder mehr oder weniger nicht mehr existiert, wobei also Feministinnen oder der Feminismus heute ordnet sich nicht Klassen zu, wobei das, glaube ich, inzwischen auch ein Problem ist, weil die Frauenrechte im Wesentlichen wahrgenommen werden als Rechte von relativ gut situierten Frauen und die Frauenbewegung sich wenig kümmert um armutsgefährdete Frauen. Das kommt zwar in den Vorträgen oder in den Sonntagsreden vor, aber als Forderung kommt es nicht vor oder gekämpft wird nicht für Frauen, die ganz schlecht verdienen, die alleinerziehend sind, dass deren Rechte deutlich gestärkt wird, sondern es geht dann um die Vorstände in Großunternehmen, dass die paritätisch besetzt sein sollen, oder wo man auch gut verdient im Bundestag, das muss paritätisch besetzt sein soll. Was man an der Kasse bei Aldi verdient, das interessiert nur zweitrangig, und da ist, glaube ich, ein Problem der gegenwärtigen Frauenbewegung auch. Da geht es auch wieder um Rechte, ne? Um soziale Rechte, nämlich um die da gekämpft wird. Noch ein Zitat von Clara Zetkin. Ihre soziale Befreiung erringt sie, die Proletarierin, nicht wie die bürgerliche Frau, und zusammen mit ihrem Kampf gegen den Mann ihrer Klasse, sie erobert sie vielmehr zusammen mit dem Mann ihrer Klasse im Kampf gegen die sogenannte bürgerliche Gesellschaft, das Gros der Damen der Bourgeoisie davon nicht ausgenommen. Also hier Hauptwiderspruch, Nebenwiderspruch, Arbeiterinnen haben ganz andere Interessen als bürgerliche Frauen. Und noch ein Zitat, in der Theorie sind die Genossinnen schon gleichberechtigt, in der Praxis aber hängt der Philisterzopf den männlichen Genossen noch ebenso im Nacken wie dem ersten besten Spießbürger. Da geht es dann gegen die Repräsentanten der Arbeiterbewegung. Und dieser Gedanke ist dann wieder aufgenommen worden, insbesondere im Anschluss an die berühmte 1968er-Bewegung. Der neue Feminismus hat sich im Anschluss an diese 68er-Bewegung entwickelt und hat zunächst auch die patriarchalischen und das Macho-Gehabe der dort führenden Köpfe aufgespießt und aufs Korn genommen.
Eine weitere Frauenrechtlerin der sogenannten zweiten Generation, wir machen jetzt einen Sprung, 1908 bis 1986 hat Simone de Beauvoir gelebt. Also bis vorher hatten wir zunächst die bürgerliche Revolution und dann die proletarische Frauenbewegung bis in die Weimarer Republik. Und jetzt kommt die zweite Generation, die erst sehr viel später aktiv wird. Simone de Beauvoir hat 1949 das andere Geschlecht geschrieben, eines der Grenzsteine, sondern der Fundamente der neuen Frauenbewegung, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist und insofern da grundlegende Gedanken formuliert hat. Und Simone de Beauvoir geht eben einen Schritt weiter als Olympe de Gouges beispielsweise oder auch als die Suffragetten und sagt, es reicht nicht die rechtliche Gleichstellung, die sich dann auch auf das Wahlrecht bezieht, sondern es geht um die faktische Gleichstellung von Mann und Frau, wieder die Ungleichheit aus der Natur der Frau, das kommt dabei auch vor. Und Simone de Beauvoir sagt auch als eine der ersten, dass Rollenbilder gesellschaftlich erzeugt werden und keineswegs die Frau eine Frauennatur hat, die anders ist als die Männernatur. Und deshalb fordert sie nicht nur rechtliche Gleichheit, sondern faktische Gleichheit, faktische gleiche soziale Möglichkeiten, gleiche soziale Teilhabe. Eine Forderung, die 1993 auch ins Grundgesetz aufgenommen wurde, nämlich in diesen Artikel 3 Absatz 2, wo der Staat aufgefordert wird, für die tatsächliche Gleichheit von Mann und Frau zu sorgen. Simone de Beauvoir war gewissermaßen Vordenkerin. Sie ist Französin, das ahnt man, und sie war die Lebensgefährtin oder eine der Lebensgefährtinnen, die beiden namens wohl nicht so genau, von Jean-Paul Sartre, den wir ja schon kennengelernt haben mit seinem sehr extensiven Freiheitsbegriff des Existenzialismus. Und Simone de Beauvoir wird auch den Existenzialisten zugerechnet. Und hier ein Zitat von Simone de Beauvoir aus einem Interview mit Alice Schwarzer im Spiegel von 1976. Auch Genossen sind Paschas, der Widerspruch Mann-Frau ist genauso wichtig wie jeder andere. Da steht immerhin die Hälfte der Menschheit gegen die andere Hälfte. Beide Geschlechter und Klassenwiderspruch sind wichtig. Die Frauenbewegung muss eine Verbindung zwischen beiden finden. Das ist genau das, die gegenteilige Position zu der von Clara Zetkin, die sagt, zunächst geht es um die Klassenfrage und dann um die Geschlechterfrage oder mit der Klassenfrage löst sich auch die Geschlechterfrage. Und Simone de Beauvoir sagt, nein, nein, es gibt nicht den Hauptwiderspruch und den Nebenwiderspruch, sondern die sind gleichberechtigt. Der Geschlechterwiderspruch ist genauso wichtig wie der Klassenwiderspruch. Es sind zwei unterschiedliche Kämpfe, die hier geführt werden müssen oder sollen. Und das hat die Frauenbewegung, glaube ich, dann die neue Frauenbewegung, die mit den 70er Jahren entstanden ist, doch entscheidend geprägt. Nun kommen wir noch zu zwei Frauen, wo es dann etwas komplizierter wird und die auch noch leben. Nämlich Alice Irigaray, eine französische Philosophin, geboren 1930 und sie lebt noch. Und eines der wichtigsten Bücher, das 1980 erschienen ist, heißt Speculum, Spiegel des anderen Geschlechts. Das Ding heißt so, weil eine der zentralen Thesen ist, dass sich die Frauen im Mann und die Männer in den Frauen spiegeln, also das andere Geschlecht immer als Spiegel benutzen, um sich darüber zu definieren. Und anders als die Frauenbewegung, die wir bisher kennengelernt haben, die gesagt haben, Frauen müssen gleiche Rechte haben, Frauen und Männer müssen gleich sein, rechtlich gleich sein, möglicherweise tatsächlich gleich sein, sagt Luce Irigaray, nee, Frauen und Männer sind nicht gleich. Und die Frauen sollen nicht nur der Spiegel des Mannes sein und deshalb sozusagen in dem Sinne gleich sein, dass sie gleich werden wie die Männer, sondern
Frauen und Männer sind unterschiedlich und diese Unterschiedlichkeit muss auch bewahrt werden. Und sie hat dann im Französischen das französische Wort für Differenz geändert und anders geschrieben. Ich habe das versucht ins Deutsche zu transformieren, beziehungsweise habe das aus einer Dissertation von Imke Sommer genommen, die das übersetzt hat. Und die sagt, es gibt keine Differenz, sondern eine Differenz zwischen den Geschlechtern, die auch im Recht anerkannt werden soll. Das heißt, es soll nicht rechtliche Gleichheit hergestellt werden, sondern die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern muss berücksichtigt werden. Also Frauen sind nicht wie Männer und sind nicht nur das Spiegelbild der Männer, sondern haben eben Besonderheiten, sind etwas anderes und diese Differenz, diese Unterschiede müssen anerkannt werden. Und dann sind mit natürlich nicht nur körperliche Unterschiede gemeint, das ist ein bisschen simpel, sondern es sind eben psychische, charakterliche, solche Unterschiede gemeint. Und das finde ich ganz spannend, weil man abrückt von der Gleichheitsvorstellung. Und wenn wir nochmal zurückdenken an unsere Gerechtigkeitsdiskussion, dann fängt die auch an mit der Frage der Gleichheit, jedem das Seine. Und Gleichheit ist der Kern der Gerechtigkeit. Und wir haben dann gesehen, bei Marx haben wir schon eine ganz andere Definition mit jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Da wird nämlich die Differenz ja auch anerkannt. Die Differenz zwischen den Fähigkeiten und die Differenz zwischen den Bedürfnissen. Ob das dann funktionieren kann, dass jeder so viel bekommen kann, wie er möchte, ist die andere Frage. Aber entscheidend ist, die Differenz wird anerkannt. Und hier überträgt Irriger Räh das, ohne auf Marx zu rekurrieren, wenn ich das richtig sehe, weiß ich aber nicht genau, auf das Geschlechterverhältnis und sagt, ja, es gibt Unterschiede, das ist nicht die Differenz, nicht die naturgegebene, also patriarchalisch definierte, das Frauenbild, sondern aber wir erkennen an, dass Frauen ein eigenes Geschlecht sind, eigenständig sind, sich vom Mann unterscheiden und diese Eigenständigkeit muss berücksichtigt werden. Wie das dann runtergebrochen werden kann in tatsächliche Rechte, ist eine große Frage, glaube ich. Philosophen bleiben ja gerne dann auf einer sehr abstrakten Ebene. Aber wenn Sie beispielsweise mal überlegen, dass es typischerweise Frauenberufe und Männerberufe gibt. Ich sage mal so zwei Beispiele. Das typische Frauenberuf ist die Krankenschwester. Gibt es natürlich auch Männer, aber das ist doch dominant von Frauen besetzt. Und umgekehrt ist der Automechaniker oder neuerdings heißen die Mechatroniker, alles kriegt schöne Namen, ohne dass sich was ändert, typischerweise von Männern besetzt. Was hat das zur Folge? Dass die Frauenberufe, die Krankenschwester, deutlich schlechter bezahlt wird als der Automechaniker. Und wenn ich die Differenz anerkennen würde, würde ich sagen, jawohl, das ist völlig in Ordnung, dass Frauen lieber Krankenschwester sind als Automechaniker. Ich muss nicht die Gleichheit dadurch herstellen, dass ich in beiden Berufen gleich viele Geschlechter habe. Das ist Unsinn. Aber ich muss die Rolle der Frau in ihrem Beruf höher anerkennen. Das heißt, ich muss die Krankenschwester deutlich besser bezahlen, nämlich genauso wie den Mechatroniker oder den Automechaniker. Das ist genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Und der Unterschied in der Bezahlung kommt nur dadurch, dass das eine eben typischerweise ein Frauenberuf ist und damit meistens ein Zuverdienstberuf war. Zum Einkommen des Mannes wird was dazu verdient, während der Mechatroniker der Hauptverdiener sein sollte. Und dieses Klischee ist noch da. Und da kann man mit der Differenz dann auch ganz praktisch was anfangen und sagen, es geht um die Bewertung, die aus dem Unterschied gezogen wird. Eine Vorstellung von mir, das steht nicht so bei Lucy Rigaret. Aber es ist natürlich spannend, es sind nicht die gleichen Rechte, sondern Rechte, die die Unterschiede betrachten, ohne dann scheinbare natürliche Ungleichheit zu verstärken. Das war Luce Irigaray und dann stelle ich Ihnen noch Judith Butler vor, noch etwas jünger, 1956 geboren, lebt natürlich auch noch, eine amerikanische Philosophin, die hat geschrieben Das Unbehagen der Geschlechter oder Gender Trouble heißt das Buch und sie sagt, Geschlechter werden diskursiv erzeugt und jetzt nicht nur im Sinne von Simone de Beauvoir als Rollengeschlechter, als soziale Geschlechter,
sondern auch als biologisches Geschlecht. Es gibt keine zwei biologischen Geschlechter. Die binäre Unterscheidung zwischen Mann und Frau ist eine gesellschaftlich erzeugte und keine real existierende. Und das wird natürlich jetzt versucht zu erklären. Und es gibt, die Grundlage sei eine phallogozentrische, also eine um den Penis des Mannes herumkreisende Kultur. Und deshalb brauche man die Anerkennung des dritten Geschlechts oder der Geschlechtsmerkmals divers. Sie wissen, dass das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung gesagt hat, jawohl, es muss anerkannt werden, dass man sich geschlechtlich nicht zuordnen kann. Es gibt Menschen, die dazwischen sind. Hermaphroditen nannte man das früher. Heute dann eben divers oder dann transsexuell, welche Spielarten es da immer gibt. Das ist jetzt an dieser Stelle nicht so wichtig. Entscheidend ist, ich differenziere nicht mehr zwischen zwei Geschlechtern, sondern ich sage, es gibt nicht nur diese binäre Logik, sondern das ist eine gesellschaftliche Konstruktion. Ehrlich gesagt bin ich bei diesem Fortschreiben der Theorie etwas skeptisch. Ich denke, die biologische Materialität lässt sich nicht wegdiskutieren, dass es prozentual marginale, also in der Quantität Ausnahmen gibt, ist völlig unbestritten. Da ist keine Zuteilung möglich. Das ist völlig klar. Oder die ist gekünstelt und das ist auch mit viel Leid für diese Menschen verbunden, bekanntlich, die dann irgendwie einem Geschlecht zugeteilt werden, das sie möglicherweise gar nicht sind oder wie sie sich auch nicht fühlen. Und keine Frage, dass solche Menschen natürlich nicht diskriminiert werden sollen und dass man dieses Leid denen ersparen muss und dann auch, wie das Bundesverfassungsgericht das ja richtig gesagt hat, nicht bei der Geburt festlegen muss, dass es Junge und Mädchen, wenn man das eben nicht genau kann. Alles geschenkt, deshalb gibt es trotzdem den Unterschied, den biologischen Unterschied, der ist nicht nur diskursiv erzeugt, meiner Ansicht nach, sondern ist bei der Reproduktion des Menschen irgendwie spürbar und nicht nur eine gesellschaftliche Konstruktion. Darüber können wir aber gerne diskutieren, auch wenn jetzt nicht mehr viel Zeit ist. Ich weiß, dass jedenfalls in den anderen Geisteswissenschaften Butler sehr und bei den feministischen Theoretikerin Butler sehr gehypt wird, also sehr hoch im Kurs steht. Haben Sie da Bemerkungen zu? Achso, hier kommt noch ein Zitat von Judith Butler. In den bisherigen feministischen Theorien werden der Körper als bloßes Instrument oder Medium dargestellt, das nur äußerlich mit einem Komplex kultureller Bedeutung verbunden ist. Also der Rolle. Doch der Leib ist selbst eine Konstruktion, wie die unzähligen Leiber, die das Feld der geschlechtlich bestimmten Subjekte bilden. Man kann nämlich den Körpern keine Existenz zusprechen, die der Markierung ihres Geschlechts vorherginge. So stellt sich die Frage, inwieweit der Körper erst in und durch Markierungen der Geschlechteridentität ins Leben gerufen wird. Also meine die Zusammenfassung, die ich gebracht habe, der Körper wird zugeschrieben und konstruiert. Und es geht noch weiter. Die Instituierung einer naturalisierten Zwangsheterosexualität erfordert und reguliert die Geschlechtsidentität als binäre Beziehung, in der sich der männliche Term vom weiblichen unterscheidet. Diese Differenzierung vollendet sich durch die Praktiken des sexuellen Begehrens. Der Akt, die beiden entgegengesetzten Momente der Binarität zu differenzieren, führt dazu, dass sich jeder der Terme festigt bzw. jeweils eine innere Kohärenz von anatomischem Geschlecht, Sex, Geschlechtsidentität, Gender und Begehren gewinnt. Ob das Begehren jetzt unbedingt immer mit der Zuordnung zusammenhängt, ist ja noch eine andere Frage. Das ist ja die Frage der Homosexualität. Aber das wird natürlich gerne dann auch mit in diese Diskussion einbezogen. Und damit bin ich hier am Ende dieses Vortrags.